Hallöchen nochmal. Da hatte ich mein Video gerade fertig gedreht, da klingelt das an der Tür. Und da habe ich doch noch zweimal Post bekommen. Und zwar von meiner lieben Claudia. Oder Claudi. Ich möchte ja meistens immer lieber, dass man Claudi sagt. Und zwar hatte, wir sind auch mal so, dass wir sagen, ja, das, was wir sehen, besorgen wir demjenigen und schicken ihm das denn. Ich hatte ihr letztes Mal diese beiden drei Blöcke bei Action besorgt mit dem Hasen drauf. Und sie hatte mir jetzt auch noch was besorgt, das zeige ich euch gleich. Und dann hat sie mir hier die schöne Karte. Und natürlich wird ja auch wieder an mich gedacht, noch wieder tolle Bling-Bling-Steinchen. Vielen Dank, meine Liebe. Und dann hat sie mir hier in den Säcken, weil das sich besser verschicken ließ. Und zwar, guckt mal. Tatsächlich, auch die ganz großen hat sie mir mitgeschickt, die ich mir jetzt ja gerade gekauft habe. Hier ist noch ein kleiner mit reingerutscht und eine, zwei Packungen von diesen, die ich heute nicht bekommen habe. Toll, oder? Jetzt kann ich Paperclips basteln. Also wenn ich jetzt nicht Paperclips basteln kann, dann weiß ich auch nicht. Einmal die, die ich ja von Jenny bekommen habe und die, die ich mir selber gekauft habe. Und jetzt noch die von der lieben Claudi. Ist das nicht toll? Also wirklich, vielen Dank, meine Liebe. Dein Paket geht auch bald zu dir. Da bin ich auch schon eifrig dran. Und dann habe ich noch von Knatterbooks, die hat auch hier bei YouTube ihren Kanal, Knatterbooks. Und zwar wollten wir auch schon seit Ewigkeiten wollen wir tauschen. Und zwar hat sie die ganzen Stanzen von mir genommen, die ich nicht mehr haben wollte. Und sie wollte mir erst was von Action besorgen, was ich aber jetzt im Nachhinein alles schon selbst irgendwie bekommen habe. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann möchte ich mir was bei dir aussuchen. Weil sie macht ganz viel mit Harz, keine Ahnung, dieses ganze Gegieße und so weiter und so fort. Und ich wollte euch schon mal den Umschlag zeigen. Ist der nicht toll? Das kam hier so schon an. Und den wollte ich jetzt mit euch öffnen. Ich mache ihn mal auf. Weil ich weiß, was da drin ist. Aber ich will erst mal selber gucken. Oh je. Das klimpert und plimpert hier schon. Und zwar ein Chunky Charm oder wie auch immer man das nennt. Erstmal habe ich hier noch eine tolle Karte. Ich muss mal lesen. Hallöchen, liebe Jack. Ich hoffe, ich habe deinen Geschmack getroffen und du freust dich. Viel Spaß mit deinem Chunky Charm und mit Jack. Sei ganz lieb gegrüßt. Den Namen kann ich jetzt gerade gar nicht lesen. Von Knatterbooks. Also hier. Knatterbooks. Hat auch ihren Kanal hier bei YouTube. Und zwar, ach Gott, hier noch so was Süßes mit bei. Und zwar, total genial, guckt mal. Ich stehe ja auf den Jack. Ich muss meine Hand da drunter rausnehmen, sonst seht ihr den nicht. Ich habe doch auch von meiner Mutter die gepainteten Bilder bekommen mit Jack drauf. Ich stehe ja total auf, oh Gott, stehe ja total auf den Sorumusser. Da vorne sind ja noch Sternchen drauf und so. Cool, oder? Und das gießt sie alles selber. Das macht sie alles selber. Müsst ihr mal bei ihr auf ihren Kanal gucken. Da hat sie auch ein paar Videos, wie sie das macht. Ich hatte das auch schon mal überlegt, aber ach, man kann nicht alles machen. Total toll. Der kommt an meinen Schlüsselanhänger dran. Ich stehe auf Jack. Oh mein Gott, und hier kommt mein Chunky Charm. Oh mein Gott, du bist ja verrückt. Leute, guckt mal. Muss mal ein bisschen schubsen. Guckt euch das mal an. Das wiegt gefühlt ein Kilo. Was mache ich denn damit? Oh mein Gott, da brauchen wir ja schon einen halben Tag, um das hier abzudrehen. Oh, toll. Die finde ich ja richtig toll, diese Flossen, ne? Mega. Was hat sie denn hier noch? Muss mal selber hier so ein bisschen dran vorbeigucken. Eulen, ganz viele Perlen. Wahnsinn. Oh Gott, das ist ja wahnsinnige Arbeit. Ja, Leute. Also wenn ihr das jetzt mal hier so fühlen könntet. Aber mega, oder? Ja, und das war unser Tauschgeschäft. Sie kriegt von mir die ganzen Stanzteile. Und ich durfte mir was aussuchen. Mega mäßig. Vielen Dank, meine Liebe. Das ist echt mega. Ich muss mal sehen, wo ich den hinhänge. Den, denke ich mal, kann ich hier nachher meine Regale ranmachen. Oh, Wahnsinn, wirklich. Die ist echt toll. Ich glaube, da werde ich mir so noch mal ein paar bei dir bestellen. Die sind nämlich richtig toll.
Oh, hier ist noch ein Würfel. Ah, cool. Oh, guck mal, hier ein Totenkopf. Ja, da mag die steht sie, auf die steht sie ja total. Der Würfel ist ja mega. Ich glaube, wir könnten morgen noch stehen und würden immer noch was entdecken. Toll. Viel auch hier von diesen Engeln. Es gibt ja diese Engel, die man sich selber machen kann. Die Eule ist echt süß. Ja, mega. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen wird mein Video, das wird einfach hinten mit dran gehangen. Dann sage ich halt nochmal kurz Hallo. Das wollte ich euch gerne nochmal zeigen. Vielen Dank, meine Liebe. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Auch von Claudi natürlich. Sie sagte ja, dass das heute ungefähr, heute oder morgen ankommen müsste. Ja, jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt ist der Tag wieder super. Ich danke euch, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir wieder ein Däumchen da. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Eure Miss Paper Needle. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss. Tschüss.